Willkommen bei Leute heute. In Düsseldorf hat heute der Prozess gegen Fußball-Vize-Weltmeister Christoph Metzelder begonnen. Und er ist am Nachmittag auch schon wieder zu Ende gegangen. Hier das Urteil. Mein Kollege Felix Zimmermann hat den Prozess für uns verfolgt. Er war im Gerichtssaal dabei. Herr Zimmermann, wie hat Christoph Metzelder das Urteil aufgenommen? Sagen, dass das ein mildes Urteil ist, und wie erklären Sie sich dieses Strafmaß? Der Prozess war auf 3 Tage angesetzt. Warum ging es denn jetzt doch so schnell? Vielen Dank, Felix Zimmermann, für die Informationen. Gleich geht es bei uns um Heino und den Streit um sein Erbe. In wenigen Sekunden, dass Sie bei uns sind. Der Streit um Heinos Erbe reißt nicht ab. Eigentlich wollte Heino sein Vermögen an diejenigen vererben, die sich um ihn und seine Ehefrau Hannelore bis zum Tod kümmern. Er wollte das Paar sogar adoptieren. Aber dann kam alles anders. Doppeltes Glück im Hause Schewtschenko. Sie sind zu früh, aber Sie sind da und gesund. Wie die Zeit vergeht. Vor genau 10 Jahren, auf den Tag genau, durfte ich in London die Hochzeit von Kate und William für Sie verfolgen. Millionen Menschen waren am Fernseher dabei. Außer dem Hochzeitskuss gab es bis heute ja kaum vertraute Gesten oder Umarmungen in der Öffentlichkeit. Zum 10. Hochzeitstag machen Sie eine Ausnahme. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Christopher Wehrmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.